Sie können auf zwei Arten Texte in Ihr Fotobuch einfügen. Erste Möglichkeit: Klicken Sie auf den ersten Button in der Werkzeugleiste. Zweite Möglichkeit: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Fotobuchseite. Im Mausmenü wählen Sie den Punkt Neue Textbox. Sie können die Textboxen an den Bearbeitungspunkten variabel in Länge und Größe verändern. Einfach auf einen Punkt klicken und bei gedrückter Maustaste ziehen oder schieben. Wenn Sie an den kleinen Dreiecken ziehen, können Sie einen Text schräg stellen. Um eine Textbox zu bearbeiten, klicken Sie mit einem schnellen Doppelklick auf die Box und es öffnen sich die Eigenschaften der Textbox. Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste einmal auf die Box klicken. Im Mausmenü wählen Sie den Punkt Eigenschaften aus. Schreiben Sie jetzt Ihren Text. Jetzt können Sie den Text bearbeiten. Entscheiden Sie, ob der Text links- oder rechtsbündig oder lieber zentriert in der Textbox dargestellt werden soll. Wählen Sie eine Schriftart und deren Größe. Sie können Ihren Text fett, kursiv oder unterstrichen darstellen. Außerdem können Sie die Farbe für den Text wählen. Der Hintergrund der Textbox ist zunächst transparent eingestellt. Sie können aber einen farbigen Hintergrund wählen, um zum Beispiel die Lesbarkeit zu verbessern. Die Farbe können Sie selbstverständlich frei wählen. Zu guter Letzt können Sie Ihrem Text einen Rahmen geben. Diesen können Sie in der Stärke und Farbgebung nach Belieben verändern. Klicken Sie auf OK und Ihr Text ist fertig. Probieren Sie die verschiedenen Varianten einfach einmal aus. My Moments wünscht Ihnen viel Spaß.